Seit Mai ist Peter Wollny stolzer Papa von Zwillingen. Er und seine Frau Sarafina könnten mit ihren beiden Jungs Casey und Emery nicht glücklicher sein. Wie es bei den Wollnys so üblich ist, nehmen die jungen Eltern ihre Follower natürlich auch mit in ihren Alltag mit den Babys. In seiner Instagram-Story zeigt Peter nun neue Aufnahmen der Zwillinge beim Spielen. Auf einer Spielmatte liegt einer der Jungs und blickt dabei ganz aufgeweckt in die Kamera. Auch Peter ist in der Story kurz zu sehen und dabei wird deutlich, dass die Zwillinge ihrem Papa ziemlich ähnlich sehen. Ob Peter da gerade mit Casey oder Emery spielt, ist allerdings nicht zu erkennen, denn die beiden sind eineiige Zwillinge und dadurch kaum zu unterscheiden. Mit seinem Papa hat der Kleine aber offenbar ziemlich viel Spaß. Die Babys dürften das Leben von Peter und Sarafina ohnehin ordentlich auf den Kopf gestellt haben. Lange versuchte das Paar, schwanger zu werden. Letztendlich klappte es mit Hilfe künstlicher Befruchtung. Im Mai mussten die Zwillinge schließlich durch einen Notkaiserschnitt viel zu früh geholt werden. Nach Wochen im Krankenhaus durften Emery und Casey dann endlich nach Hause. Sogar getauft sind die beiden mittlerweile schon. Sarafinas und Peters Glück wurde von ihrem Nachwuchs gekrönt. Auf Instagram schreibt der junge Papa: Ihr zwei habt unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Danke, ein unschlagbares Team. Unendliche Liebe, die niemals endet. Ihr habt uns vervollständigt. Unsere kleine Familie. Ich habe immer gesagt, wenn jemand gesagt hat, wenn du Kinder hast, liegt überall Spielzeug. Meine Antwort: Nein, das kommt alles ins Kinderzimmer. Jetzt, wo ihr da seid, ist unsere ganze Wohnung ein Kinderzimmer. Überall Spielzeug. Ich liebe es. Auch in einer Fragerunde, bei der Peter seinen Fans Rede und Antwort stand, betonte er nochmals, wie happy ihn seine zwei Jungs machen. Ja, sicher bin ich glücklich. Mehr als glücklich. Bei der Geburt konnte Sarafinas Mann allerdings nicht dabei sein, wie sie selbst bei Instagram verriet. Auf die Frage eines Fans, ob Peter bei der Geburt dabei war, antwortete Sarafina: Leider nicht, da es ein Notkaiserschnitt war. War dadurch ja auch Vollnarkose. Es musste alles sehr schnell gehen. Kein Wunder, dass Peter seine Zeit mit Emery und Casey jetzt umso mehr genießt. Das macht besonders Sarafina stolz. Auf Instagram richtet sie diese Worte an ihren Mann: Ich liebe dich wie am ersten Tag, sogar noch mehr. Es ist perfekt so, wie es ist. Wir sind vollständig. Du bist der beste Papa. Für unser Glück haben wir gekämpft und sind dadurch immer stärker geworden. Ich weiß, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Auch in Zukunft werden Peter und Sarafina ihre Fans sicher weiterhin an ihrem Glück teilhaben lassen.